Servus Alexander und wir sind einmal mehr in Persien. Und es konvertieren Leute, sich das gehört, zu unserem Glauben, denn es ist der tollste und schönste und wahrste. Wer hat eigentlich noch ein Heiligtum, das wir nicht haben? Du, da mittendrin in Arabia. Dakt e Soleiman. Diese Mogee hier. Du, Truppen. Schaff mal. Krieg erklären. Die Juran auf Quasin. Attack. Du kannst mich nicht leiden. Warum nicht? Wow. Nicht so gegen was tun könnte. Wie alt ist mein Sohn? 7. Weil mein Herrscher gerade echt Probleme hat in seinem Reich. Du hast noch negativen Wert von Aufgebote. Du hast noch negativen Wert von Aufgebote. Du kannst mich allgemein nicht leiden, weil ich ein Ausländer bin. Warum bist du auch ein Kurde? Mir hat dir gesagt, niemand hat dir erlaubt, Kurde zu sein. Minus 4. Wie viel kann man denn bei dir ausheben? Fange ich gar nicht an, deswegen. Wie sieht es bei dir aus? 75. Ja, das macht schon eher einen Unterschied. Na gut, den lasse ich auch daheim. Okay. Und wollen wir mal über Quasin her. Wer hilft dir? Niemand. Dabei können wir mal anfangen. Was kostet mich ein Königtitel? 200 Gold, dann... Aber den erschaffen wir jetzt sogar trotzdem. Königreich von Mesopotamien. Und das geben wir jetzt einem Grafen. Der mich eventuell nicht wegen irgendwelchen Gründen hasst. Entzog meinen Titel. Ich will es niemandem geben, der schon zu viele andere Titel hat. 8. 9. Bisschen Verwaltung. Wenn hatte ich, habe da ganz schön viele Titel da unten. 8. 9. Du, warum magst du mich nicht? Erhöhte Autorität. Du willst Waram von Hatra. Das ist ein Teil deines. Okay. Und du bist aus irgendwelchen Gründen mein Lehensherr. Vasall übertragen. Rang. Die niedrigsten zuerst. Herbert von Hatra. Da, nimm. Dann Titel gewähren. Schatum von Mesopotamien. Niedrige Titel mit einschließen. Hat er mich sowieso stark lieb. Schaut zwar irgendwie gerade falsch aus, aber okay. Ah, es wird umstritten. Gut. Da hätte ich es vielleicht gerade nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt machen sollen, aber ist okay. Jetzt habe ich wieder 2 Schartümer. Das mögen wahrscheinlich Leute wieder nicht. Integranter Bastard. Okay. Du willst den. Aber dich will ich ja eh gerade umbringen, aber weißt du was? Bis ich das schaffe. Mas Panat von Dailam. Habe ich den überhaupt? Bin das vielleicht sogar ich selber? Mars Urban von Dailam. Nee, dann nimm ihn doch. Und sei glücklich und zufrieden bis an dein Lebensende. Okay, dann schaue ich jetzt, dass ich schnell quasi ihn übernehme. Seid schneller. Hat damit mein Krieg. Ah, die Abbasiden. Schade. Das ist nicht gut. Das heißt, ich muss mindestens 4 Kriege gegen die Abbasiden und 2 gegen die Haschimiden führen. Ach, das ist wieder umständlich. Ihr geht nach Hause. Dann kommst du jetzt nochmal zu mir. Landtitel gewähren. Da. Wie geht es jetzt meinen Vasallen so? Wow, keiner hasst mich. Ich bin schockiert. Das heißt, ich kann jetzt meine Kronautorität ändern. Nein, Mann. Geht ja auch nicht. Hätte ich auch nicht vor. Ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Art und Weise lohnt. Boah, ist halt überhaupt kein Problem damit, wenn meine Vasallen Kriege führen. Ein mächtiger König. 120 für eine Grafschaft. 180 für ein Königreich. Naja.
Dann, jetzt wollen wir wirklich warten, bis das hier komplett abgeklungen ist. Jetzt haben wir sozusagen nicht mehr eilig. Krascher von Antiochia. Ich liebe den Anspruch auf das Abbasidenreich. Das wäre viel interessanter. Da ist nicht irgendein Anspruchsteller, der zu mir kommen will. Das wäre auch ein Kaiserreich. Das würde mir gar nichts helfen. Wenn Hashimiden wäre schon viel interessanter. Irgendein Anspruchsteller auf das Königreich, der zu mir in den Hof kommt. Keiner. Ich glaube, Frauen bringen mir nicht wirklich viel bei denen. Das sind von Arabien. Ich kann auch einen Titel übernehmen, und zwar das Satrap von Aserbaidschan. Nein, ich will ihn nicht foltern. Meine Leute können mich schon jetzt nicht leiden. Hashimid und Abbasiden kämpfen gegeneinander. Ach, seien da etwa die einen Sunniten und... Sind da beides Sunniten? Warum führt er einen heiligen Krieg? Hashimide kriegen nicht heilige Krieg, ups. Oh. Hashimid will das Arabische Reich. Und er gewinnt. Junge, ich kann dich wirklich nicht leiden, aber ich glaube, ich werde dir helfen. Ich muss den Hashimiden wehtun. Weil wenn der Hashimid hier gewinnt, dann übernimmt er das Arabische Reich, dann ist das hier ein Bulk und das ist so ziemlich genau das allerletzte, was ich haben will. Aha, du bist ein Said. Das ist mir wurscht. Wir führen jetzt einen Krieg gegen dich. Was kann ich denn für ein Bagdad? Ja, ich könnte jetzt natürlich einen heiligen Krieg um all das hier führen, dann kriege ich aber nicht die Provinzen, die ich brauche. Und das ist der Scheiß. Und es geht um die zwei Provinzen und nicht um irgendwas anderes. Das ist mir auch noch egal. Also das hier oder das hier. Alternativ beide auf einmal. Irgendeiner dabei, der nicht muslimisch ist. Das ist auch zu schön gewesen. Ja, das ist eine blöde Entscheidung, gell? Ich kann sagen, ich tue ihm weh, indem ich das hier zum Beispiel erobere. Dann kriege ich die zwei Grafschaften halt nicht, die ich für mein Event brauche. Oder ich greife ihn halt einfach nur an. Ich hoffe nur, dass ich ihn schwächen kann. Ich würde immer erzählen, wie sich dieser Kriegswert hier eigentlich aufteilt, dass er 27% zugunsten vom Hashimid-Sultanat ist. Die haben das hier besetzt, das hier. Okay, bis jetzt haben sie schon besetzt, das ist schon klar. Ist das hier auch Hashimiden? Nein, das ist Jazira. Die muss ich ja auch noch angreifen auf Dauer, aber die sind im Augenblick nicht so das Problem, weil die sind klein. Ach, die Yazidin gibt es sogar noch. Du darfst mich in Ruhe hassen. Das heißt, wir greifen jetzt die Hashimiden an. Okay. Soweit, so gut. Nur wofür? Und ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Hahaha. Ja, ich will mit einem Event eigentlich weiterkommen. Das ist eigentlich schon... Ich meine, das ist nicht so, als ob das ein großes Event wäre, aber es ist halt da. Ich weiß, es ist eine tolle Begründung, aber... Wahrscheinlich stirbt dann mein Herrscher wird sowieso vorher sterben. Dann muss mein Sohn sich erstmal so viel Pietät zusammenkratzen. Das ist das andere Problem. Ich glaube, was? Ich schwäche das Hashimid-Sultanat jetzt lieber. Wie viele Truppen hat denn der? 10.000. Ich kann 40.000 ausheben, oder? Ja. Wie viel sind das noch? 2. Bis zu 4. Ja, will ich jetzt schon wieder einen langen Krieg führen? Das ist jetzt die Frage. Von irgendjemandem ist zum assyrischen Glauben zurückgekehrt. Das ist brav. Aber nicht die Tengrin da oben. Ha, ha, ha. Wenn ich so genau wüsste, was ich jetzt tun soll.
Das wäre halt eine gute Möglichkeit, die Hashimiden mal stark zu schwächen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Herrscher es noch schafft, das hier alles zu erobern. Ich glaube, ich schwäche die Hashimiden. Wie stark seid ihr? Ihr habt die mehreren Truppen. Aber ihr seid auch nur ein Verteidigungskrieg. Ihr würdet die Hashimiden ja auch nicht schlucken, wenn ihr gewinnt. Die Hashimiden hingegen würden euch schlucken. Das will ich nicht. Das heißt, wir schwächen jetzt zuerst die Hashimiden. Ja, gespannt, ob das funktioniert. Autsch. Okay. Schauen wir doch mal, ob das so funktioniert. Ihr geht bitte auch oben rum. Kommt jemand zu Hilfe? So richtig interessant wäre es jetzt, wenn ihm das Arabische Reich zu Hilfe kommt. Das wäre komisch. Also noch sind wir mit dem Abessinenreich nicht auf kriegerischem Fuße. Wie viel sind das hier? Das ist 1400, das sind zu viele. Legt euch mal ein paar Befehlshaber zu. Nicht nur die besten, weil die anderen wollen auch noch welche haben. Wahrscheinlich machen jetzt die Abbasiden dann Frieden, während wir hier so im Krieg sind und helfen ihnen dann. Attacke und zwar schnell. Wer zur Übung leidet, greift an. Punkt. Ihr dürft mal vorrücken. Euch rücken jetzt mal bloß 4000 vor, einfach um ein bisschen Zermürbung zu umgehen. Du kannst den 9000 Grad mal noch tragen, nehme ich an. Du bist... das ist okay. Jetzt marschiert ihr mal bitte weiter und zwar schnell. Danke. Ihr dürft zusammengefasst vormarschieren. Dürft ihr zusammengefasst nämlich dahin marschieren. Was haben wir denn hier so? Oh, schrecklich. Mein Mitverschwörer, ach. Inzwischen ist es ja gar nicht mehr so wichtig, dass er stirbt, aber gut, tot ist er trotzdem gut, aber ist trotzdem gut tot. Sein Nachfolger ist zumindest besser als er. Okay, du darfst dich dahin zurückziehen. Es wird eh von den Arabischen belagert. Das ist mir wurscht. Wie sieht der Krieg im Augenblick aus? Immer noch 27% zugunsten von denen. Ist mir gerade... Ah, er war zu schnell. Vorwärts. Ah, er ist tot. Kirkuk. Er regiert auch in Kirkuk. Was machst du gerade? Verdammt. Man sollte sie so oft umsetzen können, wie man will, solange man die Pause noch nicht betätigt hat. Egal. Ist okay. So, du gehst direkt dahin. Die Bevölkerung von Kobalt ist zoroastrisch, das ist auch okay. Schreckgespenst des Hungers. Im Augenblick belagern wir einfach mal nur das, was wir direkt brauchen. Er hat hier eine größere Armee, da müssen wir natürlich drauf aufpassen. Das heißt, alles, was jetzt noch Truppe ist, marschiert mal bitte hier hin. So als... Ah, und da kommen sie auch schon, kann das sein? Genau, das war die Befürchtung. Das hier sind 1300. Bisschen mehr dürfen da schon hin. Genau, er soll sie gar nicht erst angreifen. Okay. Weißt du was? Du bewegst dich jetzt dadurch. Du kannst das wahrscheinlich nicht tragen, oder? Wie viel kannst du tragen?
Dann bewegst du dich jetzt mal bitte da durch. Da ist noch eine kleine Rebellion, aber um die kümmern wir uns später. Der Aufstieg der Shia ist okay. Die sollen so viel gegeneinander kämpfen, wie sie wollen. Hilft hier jemand? Der Bekenner. Wo bist du? Damit kann ich umgehen. Das ist aber noch nicht lange so. Die armen Westafrikaner. Das kann für ihren Glauben nicht gut ausgehen. Meinem Enkel fehlt ein Vormund. So mögen wir ihm einen geben. Verrat. Wie sieht's hier eigentlich auch schon wieder so viel? Das ist ja doch immer so ein riesengroße. Was ist nochmal 11.000? Damit sonst nichts ist. Ich meine eigenen ausgehoben. Habe ich sogar. Brav wie ich bin. Oh, es sind auch schon wieder so viel. Die sind so empfindlich, es ist unglaublich. Ihr kriegt jetzt nur die besten, was eh nicht viel heißt. Wieder September. So gut, die kriegst du auch noch nicht. Schauen wir doch mal, wo sie hingehen. Sieht so aus, als würden sie jetzt zuerst einmal. Okay. Waffenstillstand mit den Arabern. Dann kommt ihr an. 29. Oktober, 3. Dezember. Oha. Wann könnt ihr ankommen? 26. November. Relativ flott. Und ihr marschiert dahin. Das heißt, wir müssen uns langsam mal beeilen hier. Freikaufen, hinrichten. Marschierst du hin, obwohl ich nach dir da bin und du von mir angegriffen wirst. Das ist interessant. Das ist, bin mir nicht ganz sicher, ob das gut ist für mich oder nicht. Okay, was haben wir hier? Flankentechnisch überall vorrangig. Schildwall, Bedrängung, 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 Schildwall, Schildwall. Soweit eigentlich alles in Ordnung. Ihr marschiert vor, wir haben 46%. Ihr dürft bald belagern und das müssten wir eigentlich gewinnen. Es wird ganz schön knapp, aber dank unseren Entsatztruppen gewinnen wir schon. Der bleibt sogar stehen, ihr belagert, also stürmt. Wir haben einen Willi gefangen genommen. Schlacht, 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 kein Gefangener. Freikaufen. Kaufen. Nein. Okay, wo fließt du hin? Nach Kupfer. Ja, wunderbar. Dann darfst du hinfliehen, so viel du willst. Lagerung freikaufen. 26 Gold. Das war dann die hier. Da warten wir auf die nächste Stufe. Und am 12. Februar auf eine schöne Schlacht. 60%. Kriegen wir die nicht? Die kriegen wir tatsächlich nicht, dann darfst du nämlich da aushelfen. Du darfst belagern. Jetzt will ich diesen Krieg, ich will diesen Krieg nämlich im Augenblick vor allem beenden.
Du greifst die mal an, damit die auch mal aus dem Weg sind. Und du belagerst. Du belagerst, sobald du da bist, um möglichst wenig Zermürbung zu erlangen. Okay, das ist gerade ein bisschen arg viel. Ah, da kümmert sich der König von Mesopotamien drum. Deswegen habe ich ihm den Titel gegeben. Du traust dich nicht mehr, du bist zu schlagend. Und du bist schon fertig. Und marschierst bitte sofort vorwärts und 5000 weg, um Zermürbung zu vermeiden. Wie sehr hasst ihr mich? Eine ganze Menge. Wer bist du? Ach, jetzt kommt das Umayyad-Sultanat tatsächlich bis hierher. Respekt. 88%, aber es sollte sie jetzt auch nicht mehr retten. Also sind ja eh 11.000, dem brauchen wir echt nicht mehr helfen. Ihr teilt euch bitte schneller auf. Das tut nämlich weh. Zack. Reicht doch gleich mal stark vergrößert und die Hashimiden ordentlich geschwächt. Das kann nur gut sein. Okay. Aber jetzt war, wie gesagt, es waren natürlich nicht die Provinzen, die wir direkt brauchen, sozusagen. Da gibt es keine Besitzung drunter. Also es ist ja durchaus auch schon mal, als hätte man einfach mal seine Gegner schwächt. Das ist ja durchaus nicht zu verachten. Wir haben 2 zu viel, das heißt, wir können sogar 2 behalten davon. Dass eine wirklich was wert wäre. Also geben wir Heil und Halaban auf jeden Fall auf. Okay. Findet Charaktere, reich durchsuchen, Männer. Verheiratet dürfen sie sein, hauptsächlich keine Herrscher, meine Religion, meine Kultur. Höchster Verwaltungswert, Landtitel gewähren. Du kriegst Heil. Und du kriegst, wie heißt das? Halaban. Okay. Was können wir an Titel schaffen? Das Königreich von Turkestan. Das kriegt du. 6. Oder die Frau kriegt sicher nicht. Dann kriegst es wirklich du. Landtitel gewähren. Königreich von Chatham von Turkestan. Attack. Sei stolz. Hier das heißt von Nefut, dass wir hart gekämpft haben. Das kriegst du mit deinen 15. Niedere Titel mit einschließen. Titel übernehmen. Emirat von Bagdad. Da steckt schon der König. Das kriegt dann der von Bagdad, damit das eine Ordnung hat. Dann hol dir mal die Provinz da. Ich habe nämlich einen Waffenstillstand, du nicht. Und das hier schaffen wir auch noch. Ach, da schon 2 Provinzen darin. Ja, meine Vasallen sind nicht so gut aufgeteilt, wie sie sein könnten. Albanier. Noch irgendwelche Truppen ausgehoben? Nein. 14.000 sind verloren. Und damit machen wir hier einen kleinen Schnitt. Wir haben einen schönen, kleinen, erfolgreichen Krieg geführt und sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Freude. Servus.